So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go und ich möchte mal wieder ein Gewinnspiel machen, denn wir haben normalerweise regelmäßig Gewinnspiele gemacht auf dem Kanal, als der Hauptaccount noch da war. Wir haben Pokémon Go Accounts verlost, wir haben Pokémon Go Fest T-Shirts verlost, wir haben Shinies verlost, wir haben Regionale verlost, wir haben Guthaben verlost, wir haben Tickets fürs GoFest verlost, wir haben schon so viele Sachen verlost, wir haben sogar Plüschtiere verlost von Pokémon. Ich habe jetzt ja keinen Main-Account mehr, ich habe den Habanero Lime-Account. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich diesen Account free-to-play spielen möchte. Jetzt kamen ein paar Leute und haben so immer mal versucht, ein paar Lücken zu finden und haben gesagt, Ramses, aber was ist denn, wenn man dir zum Beispiel im Stream spendet 5 Euro für den Account, dann nimm doch das und lade das auf, dann hast du das doch nicht selber bezahlt, sondern das wurde ja von uns gegeben. Wenn ich aber 5 Euro krieg, sozusagen in die Hand, und diese 5 Euro in Pokémon Go steck, dann habe ich ja trotzdem Geld für Pokémon Go ausgegeben, auch wenn mir das vorher geschenkt wurde. Wenn mir jemand eine Google-Karte schenkt und sagt, hier Ramses, 10 Euro Google Pay Guthaben, kannst du ja in Pokémon Go aufladen, dann benutze ich ja das Google Play Guthaben. Ich könnte es ja auch für ein anderes Spiel benutzen, aber ich würde es dann für Pokémon Go benutzen und damit stecke ich ja sozusagen dieses Geld wieder in Pokémon Go. Möchte ich eigentlich auch nicht. Ich hoffe, man hört dieses blöde Knacken nicht. Das ist nämlich immer, wenn ich, normal streame ich ja immer das iPhone, jetzt übertrage ich gerade hier das Samsung und da ist komischerweise ein Knacken. Das nervt total. Nö. Jetzt war Shinaya letztens da und sie konnte es nicht lassen. Ich hab's gesagt, mache ich nicht. Und selbst wenn mir jemand hier Geld spendet, mache ich nicht, packe ich nicht in den Account. Wenn mir jemand Google Play Karten gibt, packe ich nicht in den Account, dann verlose ich die noch eher. An dem Punkt sind wir jetzt. Einer hat auch gesagt, es war glaube ich der Dragonite, lade doch diese Google Umfrage App herunter. Denn wenn du bei der Google Umfrage App immer mal Fragen beantwortest, da kriegst du ja auch immer so ein bisschen Google Guthaben. Und dieses Google Guthaben könntest du ja für Pokémon Go nutzen. Das wäre eine Option, ja, wo ich halt einfach da ein Guthaben drauf habe, was ich sowieso dann da nutzen kann, weil ich es nirgendwo anders nutzen kann und was ja meins ist, das kann ich ja nicht übertragen. Diese blöde Google-Guthaben-App funktioniert bei mir aber gefühlt gar nicht. Vor 10 Jahren habe ich da mal was bekommen, seitdem irgendwie nie wieder. Was ich jetzt entdeckt habe, was ich euch mal ganz kurz zeigen wollte, ich habe ein Schlupfloch gefunden. Und zwar habe ich spaßenshalber mal in den Shop geguckt. Ich habe jetzt 100 Münzen, ne? Pass auf. Jetzt bin ich hier runtergescrollt und habe gesehen, wenn ich hier dieses kleine Paket habe für 99 Cent, ich wollte nämlich mal abchecken, apropos Google Guthaben, habe ich denn überhaupt noch Google Guthaben auf Google? Bevor das irgendwann verfällt, dann gibt es halt noch aus. Gute Nachricht, ich habe kein Google Guthaben auf Google. Was ich dann aber entdeckt habe, man kann, wenn man 100 Pokémünzen haben möchte für 99 Cent, diese mit den Google Play Points bezahlen aus verschiedenen vergangenen Käufen, wenn man viel gekauft hat. Und ich habe ja viel gekauft und regelmäßig aufgeladen auf dem Hauptaccount, habe ich Google Play Points verdient. Jetzt habe ich da ungefähr 600 Google Play Points gehabt. Diese Points kann ich nicht verlosen, diese Points kann ich nicht übertragen an jemand anderes, diese Points kann ich mir nicht auszahlen lassen. Jetzt habe ich sozusagen ein bisschen gecheatet auf dem Free-to-Play-Account. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und habe nämlich gesehen, dass ich dieses 99-Cent-Paket kaufen kann mit Google Play Points. Wenn ich nämlich hier drauf gehe auf 99-Cent-Rabatt, schreibt es mir, dass ich diese 99 Cent nicht bezahlen muss. Ich bezahle 0 Euro und löse 99 Punkte ein für 99 Cent. Das passt, dann kann ich auf Bestätigen. Bestätige das Ganze nochmal. Habe dann, Zahlung, erfolgreich, mir wieder 100 Münzen geholt, habe somit jetzt 200 Münzen und die sind verdammt wichtig, die packe ich nämlich jetzt hier wieder in den Itembeutelplatz, dass ich wieder 50 Platz mehr an Items sammeln kann. Ich hatte 650 Google Play Coins ungefähr, ich habe das gestern Abend 5-mal gemacht. Ich habe extra 100 übrig gelassen, damit ich euch zeigen kann, was das ist und wo das herkommt. Mein aktueller Stand
in der Pokémon Box ist jetzt nämlich nicht mehr 400, sondern 500 Platz für Pokémon und 900 Platz für Items. Dafür habe ich trotzdem aber keinen Cent ausgegeben. Ich setze mich ja jeden Tag in eine Arena. Nächsten Tag kriege ich 50 Münzen. Nach 4 Tagen habe ich 200 Münzen, muss mich immer entscheiden, nehme ich Poképlatz oder nehme ich Itemplatz. Jetzt habe ich das die ganze Zeit gemacht und durch diesen kleinen Boost von diesen 500 Google Play Points, die ich ausgegeben habe gestern, konnte ich hier ein bisschen was machen, bin aber schon wieder an der Grenze. Ich habe keine Raid-Pässe gekauft, keine Glückseier, kein gar nichts. Alles, was hier unten da noch so drin ist, ist immer noch durch die Level-Ups. Also diese Glückseier hier, 12 Stück, immer noch durch die Level-Ups, kommen ja immer wieder was mit hinzu. Und ja, Premium-Raid-Kampf-Pässe, noch keinen gekauft. Manche aus einer Spezialforschung bekommen, manche eben aus auch aus Level-Ups bekommen. Die einzigste Lücke ist natürlich trotzdem C-Date-Tickets und sowas, wenn jemand mit mir befreundet ist und mir im Ingame ein C-Date-Ticket schenkt, dann kann ich das ja nicht weiter verlosen, ich kann das auch nicht ablehnen, ich kann das nicht für was anderes, das ist ja dann im Account drin, also Tickets, die mir direkt gekauft werden, kann ich nicht von dem Account fernhalten. Das ist bei Halloween oft aufgetreten, das ist bei den C-Day-Tickets so, wer weiß, was noch kommt. Ihr versorgt mich, aber wenn ihr mir Tickets kauft, mache ich ja auch Videos darüber, über die Inhalte der Tickets und gehe raus und forsche da ein bisschen, so habt ihr ja auch was davon. Ich möchte aber nicht, wenn Vigenaya mir 3 Google Play Cards gibt und sagt, sie hat dafür keine Verwendung mehr, die möchte ich nicht in den Account stecken. Ich habe gesagt damals, wenn mir jemand sowas gibt, dann verlose ich das einfach und tue euch einen Gefallen. Und das möchte ich jetzt auch machen. Denn das sind einmal hier 10 Euro Google Play Guthaben. Das sind auch nochmal 10 Euro Google Play Guthaben. Und das sind 5 Euro Google Play Guthaben. Die sind alle 3 auch noch zu. So. Jetzt hat vielleicht einer Glück und gewinnt 25 Euro Google Play Guthaben. Oder jemand hat Glück und gewinnt 5 oder 10 oder 20 oder auf jeden Fall egal. Das wollte ich euch auf jeden Fall jetzt zeigen mit meinem Handy, dass ihr euch nicht fragt, ja, wo hat denn der jetzt hier das ganze Zeug her, ne? Ich habe das immer nur mit den freien Münzen gemacht und jetzt habe ich meine Google Play Points genutzt, die ich noch übrig hatte. Das ist hoffentlich nichts Schlimmes, nichts Brutales. Was könnt ihr jetzt aber machen? Wie könnt ihr jetzt gewinnen? Wenn wir Gewinnspiele bisher gemacht haben, haben wir es ja immer so gemacht. Ich habe am Dienstag ein Gewinnspiel hochgeladen, was eine Woche gelaufen ist. Bis Montag. Am Montag chillen wir sowieso immer Chill mit Ramses. Montag 20 Uhr. Da gucken wir immer gemeinsam in YouTube ein paar Videos an, was ihr so macht in der Community, auf eure Kanäle und alles. Ist immer sehr chillig, kleiner Stammtisch. 21 Uhr. Während des Chill mit Ramses Livestreams sind immer Verlosungen, wenn es ein Gewinnspiel gab. Wird diesmal auch so sein. Dieses Video kommt am Dienstag, ihr habt eine Woche Zeit mitzumachen, ihr macht mit über den Kommentar, den ihr unter das Video schreibt. Am Montag 20 Uhr Chill mit Ramses, 21 Uhr aber Verlosung und ihr müsst während der Verlosung anwesend sein, damit wir nicht wieder irgendwelche Leute haben, die sagen, ja, ich habe gewonnen, ich bin das, ich schreibe dir direkt jetzt hier an und so. Und dann macht sich jemand einen Fake-Account und holt einen Gewinn ab, das haben wir leider schon mal gehabt, deswegen... Ihr müsst da sein und dann geht das mit rechten Dingen zu und dann gibt es auch Nachweise, damit man sehen kann, ob ihr wirklich die seid, die da drin stehen soll. Deswegen seid da, wenn ihr gezogen werdet und dann passt das. Wer jetzt da keine Zeit hat, nicht kann, der braucht ja gar nicht erst mitmachen. Was müsst ihr jetzt also machen? Schreibt einen Kommentar unter dieses Video, wo ihr hinschreibt, erstens euren Trainernamen. Das ist das Wichtigste von allem überhaupt. Guckt auch, dass ihr den richtig schreibt, wenn ihr euch nämlich verifiziert bei mir und ihr sagt, ihr heißt Hans Dieter und dann schreibt mir einer und schickt mir ein Bild von Klaus Dieter, das ist nicht das Gleiche. Schreibt euren Ingame-Namen in den Kommentar, achtet darauf, dass ihr den richtig schreibt, das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, ich möchte gern von euch wissen, wie viel Geld gebt ihr im Monat für Pokémon Go aus? Wer das gerne sagen möchte, kann ja mal was reinschreiben. Wer selber Free-to-Play unterwegs ist und noch nie was ausgegeben hat, kann das ja auch reinschreiben. Ich würde das mal interessieren bei euch, wie viel euch die App
im Monat abzwackt. Ich habe insgesamt auf den Main rund 10.000 Euro gelassen. Gerade durch die ganzen Raids, wo ich immer versucht habe, die Legendären als 100%ige zu bekommen, egal ob die gut oder schlecht sind, einfach nur für meine Sammlung. Da waren Unsummen drin. Also ja, deswegen erster Punkt, Trainername, zweiter Punkt, Angabe über, wie viel Geld habt ihr schon in Pokémon Go investiert oder wie viel gebt ihr so im Monat für Pokémon Go aus oder seid ihr auch Free-to-Play unterwegs? Und dritter Punkt ist wieder mal ein Hashtag und zwar Hashtag Free-to-Play. Das ist Englisch, schreibt das Free, bitte groß, also alle Buchstaben groß, alles groß bei Free, dann das To nicht als Wort, sondern als Zahl, einfach eine 2 und Play auch einfach alles groß, dann sieht das nämlich richtig cool aus. Name, Angabe und Hashtag Free to Play. Alles groß, alles zusammen, 2 in der Mitte, fertig, bam. Dann habt ihr also jetzt Zeit bis Montag. 21 Uhr ist die Verlosung, 20 Uhr geht der Stream aber schon los. Wir sitzen zusammen am Stammtisch, trinken Bier, gucken Videos, pupsen, furzen, rülpsen, machen komische Geräusche, grunzen. Das ist Chill mit Ramses. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, vorhaut euer Ramses und danke trotzdem an die Shenaya, dass die gesagt hat, hier, die braucht sie nicht mehr, die kann ich nehmen. Und ich sie so mitnehmen kann und kann die euch geben. Jeder andere hätte wahrscheinlich jetzt die einfach aufgeladen und hätte sich einen Fetten gemacht, bisschen Raid-Pässe, bisschen irgendwas, aber nein, ich will mich wirklich daran halten, dass ich selber kein Geld mehr in die App stecke. Auch wenn, egal was da kommt, man muss einfach dem widerstehen können. Und wenn man was nicht kriegt, dann kriegt man es halt nicht. Und das ist halt komplett anders, als so, wie man die ganze Zeit gespielt hat. Ich sage, ich war süchtig, okay. Und jetzt muss ich zeigen, dass ich geheilt bin. Dass ich zwar trotzdem jeden Tag in der App rumhänge, aber dass es ohne geht. Ja, fertig. Es hat Spaß gemacht, jetzt macht es halt nicht mehr so viel Spaß. Aber ja, so hat man die Bindung zur Community trotzdem behalten. Das war es jetzt von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, vorhaut. Euer Ramses und ich freue mich jetzt total, dass ich 50 mehr Itemplatz habe, denn der Beutel ist immer zu voll. Ciao.